Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Teil hier von der Ostalgie-Map. Ja, ich war doch in der letzten Folge hier mit dem Drescher unterwegs. Und das Schneidwerk hatte keine 6 Meter, sondern nur 3 Meter. Ja, ich lasse ihn hier nochmal rumdüsen, dass er das ordentlich macht. Und ich fahre mal zum Feld und hole mir einen Grubber. Zum Händler vielmehr. Die Spiegel sind blind. Oder es liegt an der Sonne. So, düsen wir hier auf dem Händlerhof. Und schau mal nach einem Grubber. Der hat 3 Meter. Nehmen wir mal die Farbe Rot. Da ist er. Den spannen wir mal hinter. Jetzt sieht man mal die realistischen 3 Meter. So, den kurven wir mit dem mal zum Hof. Ne, haben wir ja schon hier eine Tour eingerichtet. Einen Kurs eingerichtet. Hinten mit den typischen ostdeutschen Eggen. Jetzt sieht man den Unterschied. Das sind wirklich realistische 3 Meter. Und nicht, was der Drescher da gezeigt hat. Oh, kommt da ein Berg hier hoch? Jetzt sieht das Feld schon anders aus. So, aber den stelle ich mal jetzt hier an die Seite. Und springen wir mal hier in den Drescher mal kurz wieder rein. Schauen uns mal. Das ist doch schon ein ganz anderes Bild. Weil ich hatte mich gewundert, warum ist das so komisch? Jetzt ist mit realistischen 3 Metern sieht es ganz, ganz anders aus als in der letzten Folge. Aber naja, kann man halt nicht ändern. Ich dachte schon, der Drescher wäre kaputt.
Schauen wir mal, was hier nebenan auf dem Feld ist. Auf der 52. Auch Weizen. Schaue ich mal kurz nach dem Preis. Oh. So viel haben wir ja nicht mehr. Leider. Müssen wir halt den Weizen verkaufen. Damit wir hier zu Geld kommen. Und das sieht doch schon viel, viel sauberer aus als das, was er vorher hier gemacht hat. Ja, jetzt macht er hier diese einzelnen Bahnen. Hätte ich nicht doch ein größeres Vorgewende nehmen sollen? Sieht kritisch aus. Und ein wenig chaotisch, was er hier macht. Ich hoffe, der Zaun hat keine Kollision. Doch, hat er. Scheiße. Nein. Okay. Kurzer Hopser. Ich kann gar nicht hingucken, was der hier macht. Ah, das wäre der Zaun. Nein. Nein. Okay. Er hat's eingesehen. So, aber Freunde, lassen wir ihn mal in Ruhe sein Werk tun und werden mal uns in der nächsten Folge wiedersehen.
denke mal, dass es bis dahin abgemäht hat. So, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da und lasst einen Kommentar da und schaut unten rein in die Videobeschreibung. Nutzt die Amazon-Links und sage ich mal bye bye und bis zum nächsten Mal.